Ja, vielleicht fragt ihr euch, was denn das Glasperlenspiel, worüber ich ja hier sprechen werde, mit Buddhismus zu tun hat. Und die Frage ist berechtigt. Birgit hat sie mir vor mehreren Wochen mal auch gestellt. Und ob das Glasperlenspiel tatsächlich ein Beitrag zum Buddha-Dharma ist, wie es in dem Vortragstitel ein bisschen provokativ heißt, die Antwort auf die Frage möchte ich euch überlassen. Ja, ich will auch keine hier literaturwissenschaftliche Studie vortragen. Ich bin ja auch kein Hesse-Experte. In gewisser Weise ist der Vortrag auch ein bisschen Experiment, weil ich so das Gefühl habe, und das ist eigentlich auch eine Einstellung, die unser Ordensgründer Sangharakshita Bhante hat, dass auch in der westlichen Kultur einiges ist, was man durchaus mit Buddhismus verbinden kann, dass wir sozusagen auch unsere eigenen kulturelle Erbschaft als Westler benutzen können, um bestimmten Prinzipien des Buddhismus deutlich zu machen, zu erklären, uns davon vielleicht auch inspirieren zu lassen. Ob das Experiment gelingt, das werdet ihr am Ende sehen. Ja, zum Vortrag. Ich weiß, habe vorhin schon mitgekriegt, nicht jeder hat den gelesen, also ich werde in meinem Vortrag den auch so ein bisschen darstellen, die wesentlichen Aspekte. Das Buch wurde geschrieben in der Zeit, über einen relativ langen Zeitraum. Hesse hat verschiedene Varianten auch probiert, verschiedene Anfänge, verschiedene Enden. Bis das Ding mal so fertig geworden ist, hat es fast 10 Jahre gedauert. Und zwar in der Zeit von 1933 bis 1942. Also inmitten der Nazi-Diktatur, inmitten des Zweiten Weltkriegs, ja. Und man könnte sagen, das Glasperlenspiel ist in gewisser Weise ein Gegenentwurf zu dieser schrecklichen Welt, der Kriegsgräuel, brutaler Machtpolitik, des Hasses und geistiger Verwirrung. Und Hesse entwirft in diesem Roman, seinem reifen Alterswerk, so würde ich das sehen, in gewisser Weise ein Gegenmodell. Und zwar das Gegenmodell einer geistigen Gesellschaft. Ja, einer Gesellschaft, in der Arbeit an der geistigen Vervollkommnung das Ziel des Menschenlebens ist. Ja. Und man kann das Buch vielleicht so wie einen transzendenten Science-Fiction-Roman lesen, der so ungefähr im Jahre 2200, 2300 spielt, wenn man so bestimmte Hinweise benutzt. Und in gewisser Weise in der Schweiz. Es wird nicht gesagt, dass er in der Schweiz spielt, aber so wie dieses Land beschrieben wird, ist es quasi die Schweiz. In 200 Jahren. Interessant ist allerdings, es gibt gar keine technische Entwicklung. Also die Technik in dieser Gesellschaft ist überhaupt nicht fortgeschritten. Die Technik ist auf dem Stand ja der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also es gibt Autos und es gibt so Funk, ein bisschen Telefon, aber das ist es auch schon. Es gibt kein Computer, Internet und all so ein Zeugs, nix. Und das Buch ist im Wesentlichen eine Lebensbeschreibung des späteren Glasperlenspielmeisters Josef Knecht. Vielleicht ein Hinweis an die Buddhisten unter uns. Vielleicht sollte man den Roman lesen wie ein großes Mahayana-Sutra. Vielleicht sollte man ihn so lesen, wie man das Lotus-Sutra liest oder das Goldglanz-Sutra oder die Vimalakirti Nidesha, um ein paar Beispiele zu nennen. Aber die Frage steht natürlich auch, was hat mich dazu gebracht, einen buddhistischen Vortrag, hoffe jedenfalls, dass es ein buddhistischer Vortrag wird, über dieses obskure Werk zu halten. Gehen wir mal 20 Jahre zurück. Oder fast 20 Jahre. Im Herbst 1992 machte ich allein einen Kurzurlaub in den Lechtaler Alpen, also Österreich, kurz hinter der bayerischen Grenze. Und zu der Zeit war ich noch kein Buddhist. Ich war damals überhaupt nicht an spirituellen Dingen interessiert, zumindest dachte ich es. Ja. Und während dieses Urlaubs habe ich kaum andere Menschen gesehen. In gewisser Weise war das diese Zeit sowas wie ein Solitär, eine Einzelklausur, könnte man sagen. Ja. Ich habe damals noch nicht meditiert, tagsüber war ich mit Bergwandern beschäftigt, am frühen Abend ging ich ins Wirtshaus, um etwas Warmes zu essen, danach sofort zurück in mein Zimmer, in einer einfachen Pension, um gute deutsche Literatur zu lesen. Und unter anderem habe ich damals das Glasperlenspiel gelesen.
Das Glasperlenspiel, also das Buch, machte mich neugierig auf Meditation. Denn der Glasperlenspielmeister und andere Castalia, Castalien ist dieses imaginäre Land, in dem der Roman spielt, also der Glasperlenspiel und Meister und andere Castalia meditieren regelmäßig in dem Buch, um ihr inneres Gleichgewicht und ihre psychische Gesundheit zu erhalten, könnte man sagen. Im Rückblick würde ich allerdings sagen, dass das Buch mich nicht nur neugierig gemacht hat auf Meditation, das war der erste Effekt, ja, aber es hat mir in gewisser Weise auch eine Aussicht eröffnet auf ein spirituelles Leben. Das war mir damals noch nicht klar, das würde ich heute erst mit großem Zeitabstand, kann ich das glaube ich so sehen, ja. Es geht in dem Buch unter anderem um einen Orden, um den Orden von Kastalien. Es ist kein religiöser Orden, aber auch kein antireligiöser Orden. Ja? Die Ordensangehörigen verehren keine Gottesfigur, sondern was sie verehren, ist das Potenzial, was wir alle haben, die Möglichkeiten, die in unserem Geist angelegt sind. Und sie arbeiten, das ist ihre Praxis, an ihren individuellen Geisteszuständen, zähmen ihren Geist, regulieren, könnte man sagen, unsere quasi ja tierischen Instinkte, tierischen Reflexe. Sie verfeinern ihren Geist. Wodurch? Durch Beschäftigung mit den Künsten, insbesondere klassischer Musik, aber auch Literatur, Poesie, Philosophie, Meditation, auch durch einen bestimmten Lebensstil, der das unterstützt, also ein einfaches, anspruchsloses, zufriedenes und ethisches Leben, und das Glasperlenspiel ist auch ein Instrument. Sie leben in einer relativ festgefügten Ordenshierarchie, der sie sich unterordnen. Und eine höhere Position in der Hierarchie bedeutet keine Privilegien, bedeutet auch keinen Luxus. Sie bedeutet vielmehr größere Pflichten, größere Verantwortung, weniger individuelle Freiheiten und verlangt Bereitschaft zum Dienen und persönlichen Demut. Ja? Also Aufstieg in der Hierarchie bedeutet in gewisser Weise nicht mehr Macht, sondern mehr Arbeit, mehr Hingabe, könnte man sagen. Im letzten April sah ich im Schaufenster eines Essener Antiquariats, genauer gesagt, diejenigen von euch, die im Zug kommen, laufen da immer dran vorbei. Wie heißt das Ding da unter dem Haus der Technik, dieses Antiquariat da unter diesen Pfeilern? Sah ich im Schaufenster ein Exemplar des Buches Glasperlenspiel und mir kam der Gedanke, ich werde es kaufen und den Roman nochmal lesen. Mein eigenes Exemplar habe ich so vor 10 Jahren meinem guten Freund geschenkt, Alo Kavira, den vielleicht manche von euch kennen, als er mich in Hamburg besuchte. Als ich das Buch im April sah in dem Schaufenster, habe ich instinktiv aber sofort entschieden, nee, da liest er jetzt nicht sofort, sondern ich wollte es lesen während meiner jährlichen Einzelklausur im Juli, die ich meistens in so einer Hütte in Ostdeutschland mache. Ja, also habe das Buch erstmal an eine Seite gepackt. Bevor ich zu der Einzelklausur fuhr, habe ich unseren Ordensgründer besucht. Ja, Roman war auch dabei und Frank war auch dabei. Zufällig, dass ihr jetzt hier da seid. Ja, wir waren damals in Padmaloka auf so einem Zufluchtsretreat und haben dann auf der Rückreise nach dem Retreat so einen Bogen gemacht. Roman war im Auto da, sind dann von Padmaloka noch nach Birmingham gefahren, haben Bhante besucht. Und was Sangharakshita als erstes zu mir sagte, wie sehr er die deutsche Kultur schätze. Ja, Sangharakshita ist Engländer. Er erwähnte unter anderem die Lieder von Schubert. Die hat er wohl gerade da im Radio gehört. Sagte zu mir, they are sad. Die sind traurig. Ich sage, ja, die sind traurig. Ja. Und dann erwähnte er aber auch deutsche Schriftsteller und vor allem die Romane Hermann Hesses. Und da erwähnte er 2 Titel, die ihm besonders gefallen haben, ihm so in Erinnerung geblieben sind. Einmal Narzis und Goldmund und das Glasperlenspiel. Ja.
als er das so sagte, musste ich schmunzeln, weil ich hatte das ja quasi im Gepäck, musste das wirklich lesen. Und auf einmal thematisiert er das. Das war also eine sehr merkwürdige Koinzidenz. Und in der Einzelklausur im Juli habe ich dann das Buch tatsächlich ein zweites Mal gelesen, wie so ein, ja, wie ein Mahayana-Sutra mit der Einstellung. Um euch vielleicht mal einen Überblick über das Buch zu geben und auch so einen Ausblick auf die aus meiner Sicht wichtigen Themen. Die Hauptperson des Romans ist der spätere Glasperlenspielmeister Josef Knecht. Und er wird als ein wirklich liebenswerter Mann beschrieben. Ein weiser Mann mit einem verfeinerten, geschmeidigen Geist und höchst kultivierten Verhalten. Ja? Und man kann nicht umhin, sofort eine starke Sympathie für diesen Menschen zu empfinden. Ja? Aber am Schluss des Romans verlässt er Kastalien. Er ist des verfeinerten Spiels, Glasperlen spielt überdrüssig, ist auch amtsmüde in seiner Position, hat in Kastalien alles erreicht, was für ihn möglich war, und will im Prozess seines persönlichen Erwachens, so wird es in dem Buch genannt, ja, Erwachen ist auch eine andere Übersetzung für Bodhi, was wir oft als Erleuchtung bezeichnen. Also, ne? Ist auch eine gewisse Parallele in der Wortwahl, ja. Also er sieht für sich, sieht sich selber im Prozess seines Erwachens und hat das Gefühl, er muss weitergehen über diese Position Glasperlenspielmeister hinaus, ja. Er will seine Verantwortung niederlegen, die seine Freiheit einschränken, und sieht seine künftige Berufung als Erzieher von jungen Menschen, verlässt seinen Posten an der Spitze der Hierarchie und verlässt sogar seinen Orden. Ja? Als ich diese Stelle las, hörte ich mich innerlich ein energisches Nein ausrufen. Ja? Ich bin auch Ordensangehöriger. Ja? Ich konnte seine guten Gründe nachvollziehen. Ich konnte auch sehen, dass er sich, wie er beschrieben wird in dem Roman, höchst integer verhält. Aber ich hätte mich anders verhalten, denke ich zumindest. Ich hätte die Gemeinschaft, also den Orden in dem Fall, die mich spirituell nährt, nicht verlassen. Ich habe sicherlich auch individualistische Tendenzen, wahrscheinlich wie die meisten Menschen im Westen, ja. Aber ich kann inzwischen sehen, und das ist ein Lernprozess gewesen, glaube ich, über viele Jahre, ich kann inzwischen sehen, dass spirituelle Gemeinschaft ein größerer Wert ist als ja individuelle, kurzfristige Bedürfnisbefriedigung. Ich glaube, dass es wertvoller ist und uns auch spirituell mehr wachsen lässt, wenn wir uns etwas Größerem hingeben, etwas Größerem gar dienen. Ja? Auch wenn dieses Wort dienen heutzutage ziemlich unpopulär ist. Also etwas Größerem dienen als unseren eigenen Wünschen und Neigungen. Ich denke auch, dass das eine größere Befriedigung verschafft. Wenn man im spirituellen Leben mit anderen zusammenlebt und zusammenarbeitet, ja. Es gibt eine größere und tiefere Freude, denke ich zumindest, ja. Also in gewisser Weise all das, was man im Buddhismus als Sangha bezeichnet, ja. Und persönlich sehe ich auch nicht, dass der buddhistische Orden Triratna, dem ich angehöre, meine individuellen Möglichkeiten irgendwie einschränkt, ja. Insofern könnte man sagen, dass dieser Roman und der von Hesse erfundene kastalische Orden doch kein Beitrag zum Buddha-Dharma ist, vielleicht. Ja. Aber ich habe vorgegriffen. Zum Roman nochmal selbst. Der Roman ist höchst komplex, denke ich, und hat viele Facetten. Also lassen Sie uns vielleicht mal in die Geschichte einsteigen. Was das Glasperlenspiel überhaupt ist. Birgit lächelt, ein paar andere lächeln auch, die den Roman wahrscheinlich gelesen haben. Ja. Was das Glasperlenspiel überhaupt ist, bleibt im Roman offen oder ziemlich dunkel, lass mal so sagen. Es wird beschrieben, ich zitiere mal, als die symbolhafte Suche nach dem Vollkommenen. Ja, es ist eine geistige Beschäftigung, wie höhere Mathematik oder Musikwissenschaft
oder um vielleicht etwas volkstümlicheren Vergleich zu benutzen, vielleicht kann man sich auch wie eine Art von Schachspiel vorspielen, nur viel komplizierter und komplexer als so ein Schachspiel. Ja. Um aus dem Roman nochmal zu zitieren, für den engeren Kreis der echten Glasperlenspieler war das Spiel nahezu gleichbedeutend mit Gottesdienst, während es sich jeder eigenen Theologie enthielt. Der Glasperlenspielmeister wird gesehen wie ein Hohepriester oder Fürst, beinahe wie eine Gottheit. Er ist, Zitat, Führer und Vorbild der geistig Kultivierten und geistig Strebenden. Zitat Ende. Also Josef Knecht, die Hauptperson des Romans, wächst als Vollweise auf, ja, und landet schon sehr früh in einem Internat, in einer Eliteschule dieses imaginären Landes Kastalien. Er ist offensichtlich ein Hochbegabter. Ja. Als 12-Jährigen begegnet ihm der Musikmeister, der für Knecht zu einem lebenslangen Mentor, väterlichen Freund und Vorbild wird. Und im gemeinsamen Musizieren mit diesem beeindruckenden Mann erlebt der junge Knecht eine Art Erweckung zu hören und gelobt, sich diesem Meister und seinem Geist hinzugeben. Er erlebt, könnte man sagen, eine Berufung und ein sich öffnen für eine ideale Welt. Ich zitiere hier wieder aus dem Buch. Diese Welt, diese ideale Welt, existierte nicht nur irgendwo in der Ferne, in der Vergangenheit oder Zukunft. Nein, sie war da und war aktiv. Sie strahlte aus und schickte Sendboten. Zitat Ende. Ja? Man könnte vielleicht sagen, dass der 12-Jährige im Zusammensein mit diesem Musikmeister zum ersten Mal eine spirituelle Welt und eine spirituelle Gemeinschaft im Kleinen erlebt. Also er zusammen mit diesem Musikmeister. Ja. Also in seinem Fall ist der Musikmeister der Sendbote aus dieser höheren, idealen Welt. In meinem eigenen Fall, Anfang der 90er, war vielleicht der Sendbote, oder in dem Fall müsste man sagen, die Sendbotin, Christine Ganzel, vielleicht kennen Sie noch ein paar von euch, sie war damals Sekretärin hier in diesem Zentrum und gab so 1992 Buddhismuskurse in der Volkshochschule Bochum. Da bin ich sozusagen über Buddhismus gestolpert, ja. Und vielleicht bin ich inzwischen selber seit vielen Jahren selbst so eine Art Sendbote, hoffe ich zumindest. Ein großes Thema des Romans sind, denke ich, Hesses eigene innere Konflikte, die er sozusagen quasi thematisiert in diesem Roman und vielleicht auch in ein paar anderen Romanen ähnlich thematisiert. Und zwar aus meiner Sicht seine Konflikte, der Konflikt zwischen seiner Sehnsucht nach spiritueller Gemeinschaft und dem Wunsch, in dieser Gemeinschaft, könnte man sagen, aufzugehen, der Gemeinschaft zu dienen und darin eingebunden zu sein und gleichzeitig, von ihm wahrscheinlich als Konflikt erlebt, seine Sehnsucht nach Ungebundenheit, nach Freiheit, ohne Verpflichtung zu sein, keine größere Verantwortung zu tragen und so weiter. Ja. Und diesen Konflikt, so habe ich den Eindruck, hat Hermann Hesse wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht richtig gelöst gekriegt. Ja. Und wahrscheinlich ist Hermann Hesse nicht der Einzige, der diesen Konflikt erlebt. Vielleicht vielleicht erleben wir alle diesen Konflikt irgendwie. Der eine mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Auf jeden Fall müssen wir alle, glaube ich zumindest, wenn wir spirituelle Fortschritte machen wollen, diesen Konflikt irgendwie lösen. Diesen Koan, wie man das im Zen vielleicht nennen würde, dieses Koan des Wunsches nach individueller Freiheit, nach Freiheit von Verpflichtung und Verantwortung und gleichzeitig der Wunsch nach menschlicher, gemeinschaftlicher Verbundenheit. Ja. Ein buddhistischer Sangha versucht jedenfalls, beides in Harmonie zu bringen. Ja. Und ich glaube, Buddhismus hat es ein bisschen leichter vielleicht als Hermann Hesse oder praktizierende Buddhisten, weil Buddhismus hat bestimmte Ansichten,
wie zum Beispiel die Anatta-Lehre oder Anatman-Lehre, die Lehre vom nicht-festen Selbst, die, wie ich glaube, diese Harmonisierung leichter möglich machen. Ja, also Ansichten, Perspektiven, die über die Hermann Hesse vielleicht damals nicht verfügte. Also er hat sich natürlich mit Buddhismus ein bisschen beschäftigt, aber es gab damals noch nicht so viel Literatur überhaupt, buddhistische Texte, wie wir sie heute zur Verfügung haben. Aber zurück zum Roman. Ja, für den Knabenknecht, diesen Zwölfjährigen, wird die Begegnung mit dem Musikmeister zu seiner zentralen Berufung, führt zu seiner Erweckung für Hörers. Auch das ist, glaube ich, eine recht typische Erfahrung für spirituell Suchende. Ja, also erst die Begegnung mit einem konkreten Menschen, der das spirituelle Ideal zumindest in gewissem Ausmaß verkörpert. Der muss nicht erleuchtet sein, der oder die muss nicht perfekt sein, aber der gewisse Elemente dieses spirituellen Lebens lebt, da als Mensch sozusagen darstellt, verkörpert. Erst diese Art von Begegnung bringt viele von uns auf den spirituellen Pfad. Gut, bei manchen sind es Bücher, aber erst die Begegnung macht es oft lebendiger, verstärkt sozusagen die Neigung in uns. Ja. Für viele Menschen, die dann Buddha trafen, wenn wir jetzt mal 2.500 Jahre zurückgehen, wurde die Begegnung mit dem Buddha ja, zu der entscheidenden Begegnung ihres Lebens. Ja. Und ich weiß von vielen Ordens, na, vielleicht nicht vielen, aber eine ganze Reihe von Ordensangehörigen, dass ihre Begegnung mit Sangharakshita die entscheidendste, wichtigste Begegnung war in ihrem ganzen Leben, was ihr Leben teilweise völlig umgedreht hat. Ja. Also Knecht hat diese Begegnung mit 12 Jahren mit dem Musikmeister und wird nach diesem Treffen in die höheren Internatsschulen Kastaliens berufen. Er studiert Latein, alte Sprachen, Mathematik, Philosophie, Musik und auch das Glasperlenspiel. Ja? Also Knecht verbringt fast sein ganzes Leben in dieser pädagogischen Provinz, wie es im Roman heißt, stillsten und heitersten Bezirk unseres gebirgigen Landes. Ja? Aus diesen Eliteschulen, in denen er da ist, rekrutiert sich der sogenannte Orden und die oberste Erziehungsbehörde des Landes, die aus 12 Meistern besteht, eines bestimmten Faches und dem Glasperlenspielmeister. Ja. Und wer Teil dieses Ordens ist, dieses kastalischen Ordens ist, kann nicht in der Wirtschaft arbeiten, kann auch nicht in freien Berufen arbeiten, sondern unterstellt sich zeitlebens den Ordensregeln. Dazu gehört unter anderem auch Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit und so weiter. Und dieser Orden, den Hesse da erfunden hat, ist in gewisser Weise vielleicht ein weltliches Pendant zu katholischen Orden, wie wir sie kennen. Ja? Aber dieser kastalische Orden kümmert sich in erster Linie um Erziehung und Entwicklung des Geistes ohne bestimmtes religiöses Fundament. Ja? Wieder ein kleines Zitat hier. Als mönchische Gemeinschaft kannten sie kein Eigentum, keine Titel, keine Auszeichnungen und hatten sich im Materiellen mit einem sehr einfachen Leben zu begnügen. Gleichzeitig haben die Ordensangehörigen jede Freiheit, sich ihr ganzes Leben mit Studien zu beschäftigen, die ihnen Freude machen, auch wenn sie der Gesellschaft vordergründig kaum Nutzen bringen. Ein extremes Beispiel, was Hesse da so erfindet und zitiert, ist ein bisschen amüsant, ist ein etwas wunderlicher Ordensangehöriger, der, ich zitiere, der in 4 gewaltigen handschriftlichen Foliobänden ein Werk über die Aussprache des Lateins an den Hochschulen des südlichen Italiens gegen Ende des 12. Jahrhunderts hinterließ. Ja. Also solche etwas abwegigen Forschungsgegenstände, wenn die Leute sich dafür interessieren, können sie machen. Ja. Die Umgangssprache Kastaliens ist, die Umgangsschriftsprache, Entschuldigung, nicht die gesprochene Sprache, sondern die Schriftsprache ist Latein. Ja. Die kastalische Provinz hat sich vollständig dem geistigen Leben verschrieben, der geistigen und charakterlichen Bildung ihrer Bewohner. Ähnelt das nicht vielleicht
auch Christen, nicht nur christlichen Orden, sondern vielleicht auch buddhistischen Orden Asiens, ja. Für denjenigen, der sein ganzes Leben im kastalischen Bildungs- und Studiumsystem verbringt, gilt, Zitat, er weiß nichts vom Streben nach Geld, nach Ruhm, nach Rang. Er kennt keine Parteien, kein Zwiespalt zwischen Amt und Person, zwischen Privat und Öffentlich, keine Abhängigkeit vom Erfolg. Zitat Ende. Gilt diese Beschreibung nicht auch für einen idealen Vollzeitbuddhisten, ja, der sein ganzes Leben oder ihr ganzes Leben dem Streben nach Erleuchtung widmet und seinen Dienst an anderen, insbesondere im buddhistischen Sangha? Was Knecht schon früh von seinem Mentor, dem Musikmeister, lernt, ist Meditation. Zunächst Meditation über Musik, über einzelne Klänge, Tonfolgen, Noten und tiefe Konzentration, die auch zu tiefer Geistesruhe und Versunkenheit führt. Vom Musikmeister lernt der junge Knecht, dass das Glasperlenspiel selbst in Kastalien nicht unumstritten ist. Er ermahnt ihn aber, dass ein wirklicher großer Geist frei ist von vorschnellen Neigungen und Abneigungen. Es gäbe, sagt der Musikmeister, auch keine vollkommene Leere. Ich lese hier mal eine Stelle vor. Also der Musikmeister spricht zu diesem jungen Knecht, 12 Jahre. Es gibt die Wahrheit, mein Lieber, aber die Leere, die du begehrst, die absolute, vollkommen und allein weisemachende, die gibt es nicht. Du sollst dich auch gar nicht nach einer vollkommenen Leere sehnen, Freund, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Die Gottheit ist in dir, nicht in den Begriffen und Büchern. Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Mache dich auf Kämpfe gefasst, Josef Knecht. Ich sehe wohl, sie haben schon begonnen. Auch hier könnte man vielleicht den Buddha parallel zitieren. Der Buddha hat keine Ansichten. Seine Lehren sind kein Dogma, seine Lehren sind nur Finger, die zum Mond zeigen. Traditionell buddhistisches Bild. Sie sind nicht der Mond selbst. Oder um ein anderes Bild zu benutzen, die Lehren des Buddha sind wie ein Floß, das zum anderen Ufer führt. Aber am anderen Ufer angekommen, diesem anderen Ufer, traditionelles Wort ist gemeint Nirvana, Erleuchtung, ja. Am anderen Ufer angekommen, braucht man das Floß nicht mehr, ja. Es geht im spirituellen Leben für Buddhisten also nicht um die Perfektionierung irgendwelcher theoretischen Lehren oder intellektuellen Konzepte, sondern es geht um Selbstvervollkommnung. Das, was der Musikmeister dem jungen Knecht da entgegenhält. Dass Meditation ein wichtiges Instrument dafür ist oder sein kann, kann Knecht am gelebten Beispiel des Musikmeisters sehen. Er beobachtet, Zitat, wie sein Meister oft so alt und mitgenommen aussah, wie er dann mit halb geschlossenen Augen in sich versank und danach wieder so still, so kräftig, heiter und freundlich zu blicken vermochte. Zitat Ende. Mit 17 wird Josef nach Waldzell entsandt, einer Eliteschule, die sich auf die Ausbildung von Glasperlenspielern spezialisiert hat. Waldzell ist auch das Städtchen, in dem jedes Jahr das große Fest stattfindet, das mehrere Tage dauernde öffentliche Glasperlenspielen. Großes kulturelles, ja internationales, so wird es beschrieben, großes kulturelles und meditatives
ja, Festseminar, könnte man vielleicht sagen. Walzell ist die kleinste der kastalischen Eliteschulen, hat nur 60 Schüler. Und von manchen anderen Schulen werden sie teilweise als ja, eingebildete Schöngeister gesehen und mit Neid und Eifersucht betrachtet. Das kann wohl auch manchen Vollzeitbuddhisten passieren, dass sie von Menschen, die sich weltlichen Zielen verschrieben haben, ja, beschimpft werden, wie auch immer. Ja. Naja, jedenfalls in dieser Eliteschule begegnet der junge Knecht einem Gegenspieler, der, obwohl er Hospitant und Gastschüler in Walzell ist, das geistige Leben ablehnt und Propaganda macht für die Verlockungen und Aufgaben in der Welt. Ja. Er heißt Plinio und ist Sohn einer Patrizierfamilie. Gegen die Lehrer und Meister Kastaliens polemisiert er. Sie seien eine eingebildete Priesterkaste und ihre Schüler eine gegängelte und kastrierte Herde. Ja. Als Argument in seinen Debatten beruft er sich oft auf die menschliche Natur und den vermeintlich gesunden Menschenverstand. Ja. Die Kastalier führten ein Leben von künstlich gezüchteten Singvögeln, ohne ihr Brot selber zu verdienen, ohne die Not und den Kampf des Lebens zu kennen. Ähnliche Vorwürfe sind ab und an auch dem Buddha entgegengeschleudert worden. Josephs Aufgabe wird es nun, in intellektuellen Debatten mit Plinio, seinem Gegenspieler, zum Verteidiger der kastalischen Ordnung zu werden. Darüber vernachlässigt er allerdings seine Meditation und fühlt sich erschöpft. Der Musikmeister ermahnt ihn. Josef, je mehr wir von uns verlangen oder je mehr unsere jeweilige Aufgabe von uns verlangt, desto mehr sind wir auf die Kraftquelle der Meditation angewiesen. Je intensiver eine Aufgabe uns in Anspruch nimmt, uns bald erregt und steigert, bald ermüdet und niederdrückt, desto leichter kann es geschehen, dass wir diese Quelle vernachlässigen. So wie man beim Verbohrtsein in eine geistige Arbeit leicht dazu neigt, den Körper und seine Pflege zu vernachlässigen. Die wirklich großen Männer der Weltgeschichte haben alle entweder zu meditieren verstanden oder doch unbewusst den Weg dorthin gekannt, wohin Meditation uns führt. Die anderen, auch die begabtesten und kräftigsten, sind alle am Ende gescheitert und unterlegen, weil ihre Aufgabe oder ihr ehrgeiziger Traum so von ihnen Besitz ergriff, sie so besaß und zu Besessenen machte, dass sie die Fähigkeit verloren, sich immer wieder vom Aktuellen zu lösen und zu distanzieren. Josef schreibt in dieser für ihn sehr schwierigen Zeit, wo er diese wilden Debatten da mit diesem Plinio führen muss, das geht über Monate, ja, schreibt in dieser Zeit auch Gedichte. Vielleicht als emotionaler Ausgleich zu den eher intellektuellen Debatten mit Plinio. Diese Gedichte, die Josef da angeblich geschrieben hat, natürlich hat die Hesse geschrieben, klar, ja. Diese Gedichte sind am Ende des Romans angefügt und das bekannteste Gedicht daraus sind wahrscheinlich die Stufen. Das möchte ich mal vorlesen. Ich vermute mal, dass es viele von uns auch kennen oder schon mal gehört haben. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesund. Persönlich gefällt mir an diesem Gedicht die Zeile am besten: Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Ja? Sie passt sehr gut zur buddhistischen Vorstellung des Wiederwerdens. Aber gut, vielleicht liegt meine Vorliebe auch nur daran, dass ich schon so auf die 60 zugehe und meinen Tod mir schon nahe gerückt sehe. Naja. Okay, das war ein Beispiel von diesen Gedichten, die Knecht schreibt als junger Mann in dieser Eliteschule. Nachdem er die Eliteschule abgeschlossen hat, genießt er die Freiheit, sich in allen gewünschten Fächern zu studieren. Das ist sozusagen die Schülerordnung. Wenn man die Eliteschule abgeschlossen hat, wird man so freier Student und kann studieren, was man will. Ja? Und zu den wenigen Pflichten dieser freien Studienjahre, also die sind völlig frei, aber eine Pflicht haben sie, und zwar müssen sie jährlich einen sogenannten Lebenslauf abfassen. Lebenslauf ist so eine fiktive, in eine beliebige Zeit zurückverlegte Selbstbiografie, so eine Art Kurzgeschichte, imaginäre Selbstbiografie. Und drei dieser Lebensläufe bilden das Ende von Hesses Buch. Das eine heißt, glaube ich, irgendwie Der Regenmacher, dann gibt's Der Beichtvater und dann gibt's den sogenannten indischen Lebenslauf. Und ich kenne Menschen, die diese drei Lebensläufe für das Interessanteste des gesamten Romans halten. Die sind auch relativ kurz, die kann man so 30 Seiten, 40, kann man so als Kurzgeschichte lesen. Ich bin da anderer Meinung. Ich halte den Roman für wichtiger als die Lebensläufe, aber sie sind nicht uninteressant. Der erste Lebenslauf, Der Regenmacher, sieht Knecht als Teil eines so quasi steinzeitlichen Stammes. Ja, irgendwie so, was weiß ich, 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung oder 5.000, keine Ahnung. Also ein Stamm, der die Naturgewalten als Götter verehrt, wie das so alle sogenannten primitiven Völker wohl getan haben. Und Josef Knecht ist in der Zeit Regenmacher in diesem Stamm. Und es kommt eine Zeit, wo Knecht, der da natürlich nicht Knecht heißt, trotz seiner magischen Kräfte als Regenmacher nicht verhindern kann, dass der Stamm eine schreckliche Dürre und Hungersnot erleidet. Und im Stamm formt sich die Meinung, dass der erfolglose Regenmacher den verstimmten Göttern als Opfer gebracht werden müsse, damit endlich Regen kommt. Knecht nimmt die Schuld auf sich und lässt sich als Menschenopfer abschlachten. Ja, man könnte sagen, wenn man es positiv sehen will, er opfert sich, um den Stammesfrieden wiederherzustellen.
Im zweiten Lebenslauf, dem Beichtvater, ist Knecht einer der asketischen Wüstenväter der ersten christlichen Jahrhunderte. Ja? Im Widerstreit zwischen dem hohen Anspruch nach gottgefälligem Leben und den ja, Versuchungen des Fleisches, wie man das so im Christentum nennt, ja, scheitert er, wie alle anderen auch, um letztlich am Ende seines Lebens aber doch einen inneren Frieden zu finden, eine Versöhnung dieser Konflikte. Der dritte sogenannte indische Lebenslauf bringt uns näher an die Gedankenwelt des Buddhismus, würde ich sagen. Hier ist Knecht der Königssohn Dasa, der aber durch erneute Heirat seines Vaters, des Königs, um die Erbfolge gebracht wird und unter Kuhhirten aufwachsen muss, weil ihn seine Stiefmutter umbringen will. Ja? In einer ziemlich verwickelten Geschichte kommt er schließlich doch noch zur Macht und startet einen Rachefeldzug gegen die Stiefmutter. Er gewinnt letztlich die Königswürde, er gewinnt eine wunderschöne Frau, hat Kinder, um dann schließlich doch wieder allen Reichtum und die Macht wieder zu verlieren. Ja? Und erst bei einem Yogi im Walde, in tiefer Meditation, erkennt er, dass all diese Dramen, die er erlebt hatte, eigentlich nur erfundene Geschichten waren, die sein eigener Geist erzählt hatte. Alles war Maya, wie man das in Indien nennt, Täuschung. Er hat es in gewisser Weise geträumt. Ja? Und er beschließt nun, bei dem Yogi zu bleiben und beschließt, sein Leben als Meditierer im Wald. Ich glaube, der letzte Satz von dieser Geschichte ist, und diesen Wald hat Dasa nicht mehr verlassen. Ende der Story. Ja. Was man von dieser letzten Geschichte vielleicht mitnehmen kann, ist, dass das ganze Leben eigentlich ein Traum ist. Ja. Was wir erleben, erleben wir in unserem Geist. Und vieles, was wir erleben, sind eigentlich nur Geschichten, die wir uns selber erzählen. Ja, es gibt ein buddhistisches Sutra, das sogenannte Samadhi Raja Sutra, was wir manchmal als Puja-Lesung benutzen. Da sind so ein paar Verse, ich lese die mal vor, die mich daran sehr daran erinnern. Wisse, dass alle Dinge so sind. Ein Trugbild und Wolkenschloss. Träume, bloße Erscheinungen, ohne Essenz und dennoch mit sichtbaren Merkmalen. Wisse, dass alle Dinge so sind, wie ein Gaukelspiel von Magiern erzeugt, Pferde, Ochsen, Karren und andere Dinge. Und nichts davon ist so, wie es scheint. Wisse, dass alle Dinge so sind. Die junge Frau erlebt im Traum Geburt und Tod ihres Kindes zugleich. Stirbt es dann, trauert die von der Geburt einst Beglückte. Das ist ein Zitat aus dem Samadhi Raja Sutta. Und ähnliche Erfahrung scheint dieser Königssohn Dasa in diesem dritten Lebenslauf zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie, vielleicht ist das zu weit weg von, was ich da gerade erzählt habe, von eurer eigenen Lebenserfahrung, aber ich kann nur für mich selber sprechen. Je länger ich den Dharma übe, umso mehr sehe ich das ganze Leben als Traum. Okay, ich weiß, ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl, ja, und halte diesen Vortrag und auf einer gewissen Art, ja, ist nicht das, was man normalerweise als Traum beschreiben würde, aber mit gewissem Zeitabstand, wenn man so nachhinein darauf zurückblickt, wenn ich so an meine Jugend zurückblicke oder was ich vor 20 Jahren gemacht habe, 30 Jahren gemacht habe, das kommt mir wirklich vor wie ein Traum. Also ich komme mir da selber auch vor wie eine ganz andere Person, als wenn das eigentlich eine Person aus einem früheren Leben vielleicht, die da irgendwas gemacht hat. Ja. Also mit einer gewissen Perspektive, irgendwie das Leben ist viel fließender, ist nicht so fest und sicher, wie wir glauben. Vieles
Ja, ich sage nicht, dass es ein Traum ist. Ich sage, es ist wie ein Traum. Das ist sozusagen. Es hat genauso viel Realität auf einer bestimmten Perspektive wie der Traum. Ja, wenn wir träumen, erleben wir Emotionen, wir haben Angst, wir haben Eifersucht, wir sind schweißgebadet oder wir haben Freude. Ja, und dann ist der Traum zu Ende und kennt ihr sicherlich auch oft die Emotionen, die man im Traum erlebt, die wirken noch nach. Du bist schon wach, du weißt, es war nur ein Traum, aber die Angst, die du vielleicht hattest oder die Freude oder die Eifersucht, die erlebst du manchmal noch 2-3 Stunden hinterher. Also ich kenne das jedenfalls so von mir, wenn das wirklich ein aufrüttelnder Traum war. Also insofern, was ist realer, das, was wir hier jetzt erleben oder der Traum, den wir heute Nacht vielleicht träumen? Große Frage, ne? Okay, also so sehe ich jedenfalls diese Geschichte. Zurück nach Kastalien und zum eigentlichen Roman Glasperlenspiel. Das waren ja nur diese fiktiven Lebensläufe. Nach dem Abschluss seiner Walzeller Jahre führt Knecht, nun 24, ein freies Studentenleben und findet immer tiefere Freude am Glasperlenspiel. In einem Brief berichtet er einem Freund von seiner Begeisterung am Spiel, die sich auch um ein zentrales Thema des Buddhismus rangt, nämlich die Vergänglichkeit. Ich lese hier mal wieder ein bisschen was vor aus dem Roman. Und zwar spricht er hier über, er reflektiert über Sprachen. Ach nee, ja, die sind auch Teil so des Glasperlenspiels. Er berichtet diesem Freund von seinen Glasperlenspielübungen. Wir sezierten an einem sprachgeschichtlichen Problem herum und sahen gewissermaßen dem Höhepunkt und der Glanzzeit einer Sprache aus der Nähe zu, gingen in Minuten einen Weg mit ihr, zu dem sie einige Jahrhunderte gebraucht hatte. Und mich packte das Schauspiel der Vergänglichkeit gewaltig an. Wie da vor unseren Augen ein so komplizierter, alter, ehrwürdiger, in vielen Generationen langsam aufgebauter Organismus, also eine Sprache, zu seiner Blüte kommt und die Blüte schon den Keim des Verfalls enthält, und der ganze sinnvoll gegliederte Bau zu sinken, zu entarten, dem Untergang entgegenzuwanken beginnt. Ich begriff plötzlich, dass in der Sprache oder doch mindestens im Geist des Glasperlenspiels tatsächlich alles allbedeutend sei, dass jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen nicht hierhin oder dorthin, nicht zu einzelnen Beispielen, Experimenten und Beweisen führe, sondern ins Zentrum, ins Geheimnis und Innerste der Welt, in das Urwissen. Ja, ich habe schon gesagt, wie das Spiel genau gespielt wird, bleibt bis zum Ende des Romans unklar. Finden Sie immer nur so Andeutungen. Es sei eine Sammlungsübung, eine Erhebungs- und Andachtsmöglichkeit für hochentwickelte Intelligenzen. Es ähnle dem Schema einer Schachpartie. Ich zitiere nochmal. Nur, dass die Bedeutungen der Figuren und die Möglichkeiten ihrer Beziehungen zueinander und ihrer Einwirkung aufeinander vervielfacht gedacht und jeder Figur, jeder Konstellation, jedem Schachzuge ein tatsächlicher durch eben diesen Zug, diese Konfiguration symbolisch bezeichneter Inhalt zuzuschreiben wäre. Ziemlich komplizierter Satz. Ja. Ich habe mich schon bemüht, ihn halbwegs verständlich zu lesen. Ziemlich kompliziert. Okay. Im Verlauf seiner freien Studentenjahre lernt Josef auch die chinesische Sprache. Er lernt Chinesisch. Und stößt dabei auf das taoistische I Ching, das Buch der Wandlungen, wie wir es manchmal im Deutschen übersetzen. Und das Buch fasziniert ihn, versteht es aber nicht richtig und sucht einen Lehrer, der ihn in dessen Geheimnisse
einweihen kann. Er findet ihn im sogenannten älteren Bruder, der in einem Bambusgehölz lebt, das er selber, dieser ältere Bruder, angelegt hat, lebte als Einsiedler. Und Knecht lernt von ihm die Geheimnisse des I Chings, dieses Orakelspiels mit Schafgarbenstängeln. Ja? Und später bezeichnet er die Monate beim Einsiedler als eine besonders glückliche Zeit seines Lebens und den Beginn seines Erwachens. Danach vertieft er sich wieder ins Glasperlenspiel. Der aktuelle Glasperlenspielmeister, Thomas von der Trave heißt er, aus meiner Sicht ziemlich offensichtliche Anspielung an Thomas Mann, der ja aus Lübeck kommt, was an der Trave liegt, ja, Zeitgenosse von Hermann Hesse, die auch, ja, ich weiß nicht, ob wirklich befreundet, aber sicherlich ganz gut bekannt waren, ja, Thomas von der Trave, ziemlich offensichtlich, Thomas Mann. Naja, also dieser aktuelle Glasperlenspielmeister erkennt das Talent des jungen Knecht und fordert ihn auf, dem kastalischen Orden beizutreten. Knecht willigt ein und die Zeremonie zur Ordensaufnahme vollzieht der geliebte Musikmeister, der ihn vor der Ordination eine Meditationsaufgabe gibt, und zwar einen Satz aus der Ordensregel. Und der Satz heißt: Beruf dich die hohe Behörde in ein Amt, so wisse, jeder Aufstieg in der Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in die Freiheit, sondern in die Bindung. Je höher das Amt, desto tiefer die Bindung. Je größer die Amtsgewalt, desto strenger der Dienst. Je stärker die Persönlichkeit, desto verpönter die Willkür. Das ist der Satz aus der Ordensregel. Nach seiner Ordination geht es mit Knechts individueller Freiheit in der Tat bergab. Ja? Der Glasperlenspielmeister, Thomas von der Trave, will den talentierten Knecht quasi als Botschafter entsenden, und zwar in das Benediktinerkloster Mariafels. Er soll den katholischen Benediktinermönchen das Glasperlenspiel beibringen und gute Verbindungen zu den Benediktinern aufbauen, die ihrerseits, die Benediktiner, wieder gute Kontakte in maßgebliche politische Kreise haben, anders als die vergeistigten und weltabgewandten Kastalier. Ja, also wir stellen uns vielleicht so einen katholischen Orden ziemlich weltentfernt vor, aber gemessen an den Kastaliern sind die Benediktiner die reinsten Politiker, sozusagen die reinsten Weltmenschen, also relativ gesehen. Und deswegen soll Josef dahin und mit denen da so eine Liaison aufbauen. Ja? Weil nur wenige Kastalier sind sich bewusst, dass der Fortbestand ihres Ordens und ihrer pädagogischen Provinz von der Unterstützung durch die Außenwelt abhängt. Was sie mit den christlichen Benediktinern verbindet, ist, wie Hesse es nennt, ich zitiere, die Funktion aller Orden und Provinzen der Welt, sich des Regierens und Wettbewerbs zu enthalten und dafür eine Stetigkeit und Dauer der geistigen Fundamente aller Maße und Gesetze zu gewährleisten. Zitat Ende. Die Benediktiner begegnen dem Abgesandten Kastaliens äußerst freundlich und ehrerbietig, scheinen aber an den Diensten als Lehrer des Glasperlenspiels nur wenig Interesse zu haben. Knecht, ehrgeiziger Glasperlenspieler, wird ungeduldig und schreibt an seine Behörde. Beschwert sich in gewisser Weise. Der Glasperlenspielmeister, also damals noch Thomas von der Trave hier, antwortet ihm: Mache dir nichts daraus, deinem Studium des dortigen Lebens, also bei den Benediktinern, beliebige Zeit zu opfern. Benütze deine Tage.
Lerne, suche dich beliebt und nützlich zu machen, soweit man dort dafür empfänglich ist, aber dränge dich nicht auf. Scheine niemals ungeduldiger zu sein, scheine nie weniger Muße zu haben als deine Gastgeber. Ja? Auch wenn sie dich ein ganzes Jahr lang so behandeln sollten, als sei es dein erster Gasttag in ihrem Haus, so gehe ruhig darauf ein und benimm dich, als käme es dir auch auf 2 oder 10 Jahre mehr nicht an. Nimm es als einen Wettkampf in der Übung der Geduld. Sorgfältig meditieren. Dauert dir deine Muße zu lang, so nimm dir täglich einige Stunden, aber nicht mehr als 4, für eine regelmäßige Arbeit, etwa das Studium oder Kopieren von Handschriften. Aber mache nicht den Eindruck, als arbeitest du. Habe Zeit für jeden, der Lust hat, mit dir zu plaudern. In Maria Fels freundet sich Knecht mit dem berühmten Pater Jakobus an, dem bedeutendsten Historiker, aber auch Politiker des Benediktinerordens. Ja? Vielleicht, der Gedanke ist mir gekommen, vielleicht könnte man die erfundene Figur dieses Pater Jakobus mit dem bekannten Benediktinerpater und Bestsellerautor Anselm Grün vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Also sieht man häufiger mal so in irgendwelchen Zeitschriften. Ja. Vielleicht so eine ähnliche Figur. Also wenn ihr was von Anselm Grün gehört habt, so kann man sich vielleicht diesen Pater Jakobus vorstellen. Pater Jakobus interessiert sich aber vor allem für die Geschichte der christlichen Orden. Den, wie er es nennt, langlebigen Organisationen, in welchen der Versuch gemacht wird, vom Geist und von der Seele her Menschen zu sammeln, zu erziehen und umzuformen, sie durch Erziehung, nicht durch Eugenik, durch den Geist, nicht durchs Blut, zu einem Adel zu machen, der zum Dienen wie zum Herrschen befähigt ist. Zitat Ende. Dass in diesem Satz diese Worte Eugenik und Blut erwähnt werden, ist aus meiner Sicht sicher der damaligen Zeit geschuldet. In gewisser Weise so eine Anspielung auf die Nazi-Diktatur mit ihrer Blut- und Bodenideologie. Hesse lebte damals in der Schweiz sozusagen, umgeben sozusagen von dem Nazi-Europa. Ja. Später bekommt Knecht von seiner Ordensleitung den Auftrag, den im Vatikan einflussreichen Pater Jakobus für die Unterstützung einer ständigen Vertretung des kastalischen Ordens beim Heiligen Stuhl zu gewinnen. Ja, dass der Vatikan erlaubt, dass die Kastalier da quasi so eine Botschaft haben. Ja. Was Knecht gelingt, er schafft es. Ja. Die kastalische Ordensleitung sieht offensichtlich in der römisch-katholischen Kirche einen Bundesgenossen, dessen sie in schwierigeren politischen Zeiten vielleicht nochmal bedürfen könnte. Nach 3 Jahren in diesem Benediktinerkloster kehrt Knecht zurück nach Walzell, ins Zentrum des kastalischen Geisteslebens, in dem Moment gerade dieses große Fest wieder stattfindet, das öffentliche Glasperlenspiel, ein internationales Fest. Zitat: Es besaß für die Gläubigen die sakramentale Kraft echter Weihe, war für die Glaubenslosen zumindest ein Religionsersatz und für beide ein Bad in den reinen Quellen des Schönen. In ähnlicher Weise waren einmal die Passionen von Johann Sebastian Bach für die Mitwirkenden und Hörer teils echte religiöse Handlung und Weihe, teils Andacht und Religionsersatz und für alle zugleich feierliche Manifestation der Kunst und ihres geistigen Schöpfers gewesen. Zitat Ende. Diesmal steht allerdings dieses jährliche Weihespiel unter einem unglücklichen Stern. Der Glasperlenspielmeister Thomas von der Trave erkrankt und stirbt noch während des Festes.
Nach längeren Beratungen, so ein bisschen wie so eine vatikanische Papstwahl, so wird das so ein bisschen geschrieben, ja. Nach längeren Beratungen wird Josef zu seinem Nachfolger erkoren. Ja, und in einer meditativen Vision sieht Knecht, der sich an seine Kindertage erinnert, seinen persönlichen Mentor, diesen geliebten Musikmeister. Und in dieser Vision sieht er sich von ihm ins geistige Leben geführt, kann aber schließlich nicht mehr unterscheiden, wer wen leitet, wer Führer und wer Geführter ist. Er sieht, zitiere, dieser sinnvoll sinnlose Rundlauf von Meister und Schüler, dieses Werben der Weisheit um die Jugend, der Jugend um die Weisheit, dieses endlos beschwingte Spiel, war das Symbol Kastaliens, ja, war das Spiel des Lebens überhaupt. Zitat Ende. Knecht wird nun vom Schüler zum Lehrer, zu einem Meister, einem Regenten und Diener, ein vollkommenes Werkzeug, wie es hier heißt. Er wird zu einem vollkommenen Werkzeug, um diese Mission der geistigen Bildung und Erziehung in Kastalien lebendig zu halten. In einer Ansprache vor einem Kurs von Glasperlenspielern propagiert er seine erzieherischen Auffassungen. Der Geist unseres Ordens ist auf zwei Prinzipien gegründet. Auf die Objektivität und Wahrheitsliebe im Studium und auf die Pflege der meditativen Weisheit und Harmonie. Bei uns ist es die Meditation, die vielfach gestufte Yoga-Praxis, mit der wir das Tier in uns und den in jeder Wissenschaft hausenden Teufel zu bannen suchen. Nun, ihr wisset so gut wie ich, dass auch das Glasperlenspiel seinen Teufel in sich stecken hat, dass es zur leeren Virtuosität, zum Selbstgenuss, künstlerhafter Eitelkeit, zur Streberei, zum Erwerb von Macht über andere und damit zum Missbrauch dieser Macht führen kann. Darum dürfen wir noch einer anderen Erziehung als der intellektuellen und haben uns der Moral des Ordens unterstellt. Knechts Credo, was er hier selber propagiert, sich der Moral des Ordens zu unterstellen, soll am Ende seines Lebens noch zu seinem eigenen größten Problem werden. Eine Art mystische Erfahrung, die ihn tief bewegt, macht Knecht, als er den inzwischen uralten Musikmeister, seinen Freund und Gönner seit über 30 Jahren, wieder sieht. Der Alte spricht inzwischen fast kein Wort mehr, aber sein Gesicht ist so voller Wohlwollen und Freundlichkeit. Sein Antlitz strahlt, wie Knecht, der jetzt neue Glasperlenspielmeister es nennt, ein Zustand von Gnade, Vollendung, Altersweisheit, Seligkeit aus. In seiner Gegenwart erfährt Knecht einen tiefen Frieden, Helligkeit, Heiterkeit und wunderbare Ruhe. Für ihn hat der Alte, Zitat, die Musik als einen der Wege zum höchsten Ziel des Menschen, zur inneren Freiheit, zur Reinheit, zur Vollkommenheit erwählt und als habe er seitdem nichts anderes getan, als sich von der Musik immer mehr durchdringen, verwandeln, läutern zu lassen. Zitat Ende. Der alte Musikmeister wird hier so beschrieben, könnte man vielleicht sagen, wie ein taoistischer Heiliger oder ein indischer Yogi, der dauerhaft in den Dhyanas, in tiefer meditativer Konzentration, tiefer meditativer Glückseligkeit weilt oder vielleicht gar wie ein Erleuchteter, könnte man sagen. Das erste öffentliche Jahresspiel, das Knecht als neuer Meister leitet,
wird zu einem grandiosen Erfolg. Aber an diesem, vielleicht dem strahlendsten Tag seines Lebens, wird auch seine innere Gespaltenheit deutlich. Die beiden Pole seines Wesens. Einem Freund gesteht er an diesem Tage: Kastalien und das Glasperlenspiel sind wunderbare Dinge, etwas nahezu Vollkommenes. Sie sind so schön, dass man sie kaum betrachten kann, ohne für sie zu fürchten. Man denkt nicht gerne daran, dass sie wie alles einmal wieder vergehen sollen. Und doch muss man daran denken. Zitat Ende. Also mit aller Klarheit sieht er die universelle Vergänglichkeit aller Dinge. Er kennt auch, dass Kastalien und das Glasperlenspiel aus bestimmten Bedingungen entstanden sind und davon abhängen. Ohne diese Bedingungen werden sie wieder vergehen. Pratitya Samuppada, die Buddhisten das nennen würden. Ja? Sich selbst als Person sieht Knecht, ich zitiere wieder mal, finde ich sehr interessantes Zitat, als einer im Strom des Werdens und sich Wandelns mittreibende und mittätige Zelle. Lest vielleicht nochmal vor. Also er sieht sich als eine im Strom des Werdens und sich Wandelns mittreibende und mittätige Zelle. Ja? Das erinnert mich jedenfalls sehr auch an buddhistische Lehren vom Nicht-Selbst oder vielleicht noch ein bisschen anders formuliert, die buddhistische Sicht, dass wir Menschen eigentlich alles nur uns ständig wandelnde Prozesse sind. Da nichts Festes ist, wir sind nur Prozess. Jahre später trifft der Glasperlenspielmeister seinen Jugendgegner, aber war teilweise auch Freund, diesen Plinio wieder, mit dem er da diese wilden Debatten geführt hat. Der hat inzwischen Karriere gemacht in der Politik, sitzt im Parlament und in einer Kommission, der auch der Schutz dieser kastalischen Provinz, aber auch die Kontrolle, könnte man sagen, dieser Provinz unterstellt ist. Und Plinio vertritt noch immer seine alte Kritik an kastalischer Geistigkeit und ihrer vermeintlichen Weltflucht. Ja. Knecht hält ihm entgegen das Beispiel dieses inzwischen verstorbenen Altmusikmeisters, dessen uneingeschränkte Heiterkeit das Höchste sei, was ein Mensch erreichen könne. Vielleicht nochmal letztes Zitat aus dem Buch hier. Also er beschreibt diesen Musikmeister. Dieser Mann hat in seinen letzten Lebensjahren die Tugend der Heiterkeit in solchem Maße besessen, dass sie von ihm ausstrahlte wie das Licht von einer Sonne, dass sie als Wohlwollen, als Lebenslust, als gute Laune, als Vertrauen und Zuversicht auf alle überging und in allen weiterstrahlte, die ihren Glanz ernstlich aufgenommen und in sich eingelassen hatten. Diese Heiterkeit zu erreichen, ist mir und vielen mit mir das höchste und edelste aller Ziele. Auch bei einigen Vätern der Ordensleitung findest du sie. Diese Heiterkeit ist weder Tändelei noch Selbstgefälligkeit. Sie ist höchste Erkenntnis und Liebe, ist Bejahen aller Wirklichkeit, Wachsein am Rand aller Tiefen und Abgründe. Sie ist unstörbar und nimmt mit dem Alter und der Todesnähe nur immer zu. Du erinnerst dich der alten Inder? Unser Waldzeller Lehrer hat einst schön von ihnen erzählt. Ein Volk des Leidens, des Grübelns, des Büßens, der Askese. Aber die letzten großen Funde seines Geistes waren Licht und heiter. Heiter, das Lächeln der Weltüberwinder und Buddhas. Taucht ihr auf. Ja. Was nun unsere eigene kastalische Heiterkeit betrifft,
so mag sie nur eine späte und kleine Abart dieser großen sein, aber sie ist eine durchaus legitime. Die Gelehrsamkeit ist nicht immer und überall heiter gewesen, obwohl sie es sein sollte. Bei uns ist sie, die Kult der Wahrheit, eng mit dem Kult des Schönen verknüpft und außerdem mit der meditativen Seelenpflege, kann also nie die Heiterkeit ganz verlieren. Unser Glasperlenspiel aber vereinigt in sich alle drei Prinzipien: Wissenschaft, Verehrung des Schönen und Meditation. Und so sollte ein rechter Glasperlenspieler von Heiterkeit durchtränkt sein. Aber so sehr Knecht die Wirkung des Glasperlenspiels und der kastalischen Ordnung allgemein schätzt und hier gegenüber diesem Plinio auch verteidigt und preist, er sieht in ihm nicht das Ende seines persönlichen Lebensweges, seines Erwachens, wie er es nicht nennt, ja. Nach 6, 7 Amtsjahren als Glasperlenspielmeister macht sich in ihm der Gedanke breit, sein Amt niederzulegen und Kastalien und den Orden zu verlassen. Er weiht seinen Freund Tegularius in seine Pläne ein und bittet ihn, ein sorgfältig recherchiertes Memorandum an die Ordensleitung zu verfassen, in dem er um Entlassung aus seinem Amt und Versetzung an eine gewöhnliche Schule des Landes bittet. Er wolle sich hinfort ganz der Erziehung junger Menschen widmen. Wie von Knecht erwartet, lehnt die Ordensleitung sein Gesuch ab. Was würde aus unserer Hierarchie, wenn es nicht mehr der Orden und der Auftrag der Behörde wäre, der jeden an seinen Platz stellt? Was würde aus Kastalien, wenn jeder seine Person, seine Gaben und Eignungen selber einschätzen und sich seinen Posten danach aussuchen wollte? Ein Satz aus diesem Schreiben der Ordensleitung. An diesem Punkt scheint mir der kastalische Orden keinem buddhistischen zu ähneln, sondern eher einem christlichen, in dem ja der Gehorsam gegenüber den Ordensoberen zu den Grundlagen der Ordensverfassung gehört. Erinnert euch vielleicht, vor seiner Ordination hatte ja Knecht über einen Satz aus der Ordensregel meditieren müssen. Beruft dich die hohe Behörde in ein Amt, so wisse, jeder Aufstieg in der Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in die Freiheit, sondern in die Bindung. Ich muss sagen, als Angehöriger des buddhistischen Ordens Sri Ratna würde ich das ganze Geschichte ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, Freiheit und Bindung schließen sich nicht aus, sondern sie bedingen einander. Nur aus Freiheit kann man sich wirklich binden. Und nur derjenige, der eine wirkliche Verbundenheit hat, hat auch wirkliche innere Freiheit. Ja? Also an diesem Punkt hat der kastalische Orden mit einem buddhistischen Sangha, glaube ich, nur wenig gemeint. Es gibt dann noch so eine Abschiedsunterredung, so ein Showdown, könnte man sagen, wenn man jetzt so an Westernfilme denkt, ja, zwischen Josef Knecht und Alexander, dem Vorstand der Ordensleitung, mit dem er eigentlich freundschaftlich verbunden ist, so ein bisschen die Tragik dieser beiden Männer, ist derjenige aus der Ordensleitung, den er am meisten mag. Aber Alexander ist entsetzt, abgrundtief entsetzt über Knechts Rücktritt und Austritt aus dem Orden, und in diesem Schlussgespräch prallen entgegengesetzte Prinzipien aufeinander. Auf der einen Seite Disziplin, Demut, sich einordnen und Harmonie in der Gemeinschaft auf Seiten Alexanders. Knecht klagt dagegen sein Recht auf Selbstbestimmung an, seinen persönlichen Weg des Erwachens. Er ist amtsmüde, des Glasperlenspiels etwas überdrüssig, sucht ein einfacheres Leben, den Kontakt mit jungen Menschen, die er erziehen möchte,
Stadt vergeist sich der Glasperlenspieler einer geistigen Elite. Was Knecht allerdings auch aufgibt, indem er den Orden dann auch letztlich verlässt, und das wird von Hesse nicht problematisiert, ist die Gemeinschaft, die ihn spirituell nährt und stützt. Ja? Vielleicht, ich habe das schon mal am Anfang angedeutet, setzt sich an diesem Punkt so Hesses eigener Individualismus durch. Ja? Also Hesse, der Zeit seines Lebens, habe ich auch schon gesagt, aus meiner Sicht starke Sehnsucht hat nach Gemeinschaft, positiver Bindung, Zugehörigkeit, aber gleichzeitig offensichtlich auch Schrecken vor Verlust von Ungebundenheit. Ja? Auch das ist, glaube ich, ein Thema für viele Menschen im Westen und, glaube ich, ein oftmals ungelöster Konflikt, der unserer Entwicklung, spiritueller Entwicklung, aber ich glaube auch allgemein menschlicher Entwicklung im Wege steht, wenn wir diesen Konflikt nicht irgendwie lösen. Das Ende des Romans schnell erzählt. Knecht verlässt Kastalien, verlässt seine Stellung in Amt und Würden. Er soll nun und will nun Hauslehrer werden, und zwar von Plinio, ja, und zwar soll er dessen einzigen Sohn erziehen, der so ein bisschen missraten ist. Er freut sich sehr auf diese Erziehungsaufgabe, verunglückt jedoch tödlich, kaum dass er mit seiner Arbeit begonnen hätte, verunglückt beim Schwimmen in einem eiskalten Gebirgssee, in den er sich aus Solidarität mit diesem jungen Mann, Plinius Sohn, hineingewagt hätte. Ende des Romans, Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.